Moinsen Leute, willkommen zurück zu Akpugnazia oder Pugnacia, whatever. Folgendes, bin jetzt hier mit meinem, oder eigentlich ist es ja genau genommen gesagt, ist es Scumbags Giga. Bin ich jetzt hier gerade in der Wüste, denn ich habe was gesehen vorhin, als ich nämlich, mir ist auch aufgefallen, ich muss den Ton ein bisschen leiser machen, denn das Gestampfe kam mir in den letzten Aufnahmen ein bisschen sehr laut vor. So, ich bin in der Wüste, denn ich habe was gesehen. Und das zeige ich euch jetzt gleich. Das wollte ich holen. Mit Scumbags Dino bin ich in der Wüste, das wollte ich noch gesagt haben. Und der Scumbag selbst ist heute nicht da, weil der pennt. Der liegt im Bett und pennt. Und ich denke mir so, heute ist eigentlich der Tag, wo wieder ein neues Video kommen sollte. Aber er ist nicht da. Und dann gucke ich auf Steam, zuletzt online vor 2 Stunden. Und das war um 8 Uhr morgens. Und ich denke mir, okay, der wird wahrscheinlich so schnell nicht kommen. Also, bin ich jetzt gerade alleine und bin ein bisschen durch die Wüste gelaufen, denn ich habe jetzt zusätzlich zu der Pugnacia-Mod noch die, wie heißt sie, Gaia-Mod drauf gemacht. Aber die scheint auf Scorched Earth nicht so richtig zu funktionieren, was sehr traurig ist, denn ich habe bisher noch kein Gaia-Dino gesehen. Ich habe gesehen, die Engramme gibt es. Also es gibt auf jeden Fall, wenn ich hier Gaia eintippe, die Sachen. Aber es gibt keine Gaia-Dinos. Deswegen könnte ich euch direkt mal fragen, vielleicht weiß das ja jemand von euch, ob die Mod auf Scorched Earth irgendwie nicht richtig klappt oder ob ich noch irgendwas anderes einstellen muss. Ich habe dazu nämlich schon ein bisschen im Modforum geguckt, habe aber nichts gefunden, was mir weiterhelfen könnte. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass Leute sich beschwert haben, dass zu viele Gaia-Dinos spawnen, wenn sie mit Pugnacia zusammen die Mod haben. LOL, wie viel Damage macht der denn? Krass. Puh. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, dass einfach die Pugnacia-Dinos zu kurz kommen würden, was bei mir aber einfach nicht der Fall ist. Bei mir sind überhaupt keine Gaia-Dinos da, was ein bisschen blöd ist. Deswegen kommen wir direkt zum nächsten Thema. Sollte das nicht der Fall sein, dass das funktioniert und ihr mir da auch nicht irgendwie helfen könnt oder so, dann würde ich die Map leider zum dritten Mal jetzt wechseln. Nein, zum zweiten Mal wechseln, aber dann würden wir das Ganze auf Ragnarok verlagern. Ich würde dann mal einfach die ganzen Dinos, die wir haben, hochladen und so. Gut, wir müssen uns eine neue Basis bauen, aber das ist ja das kleinste Problem. Das kann man ja auch machen, während man nicht aufnimmt. Und ja, das wäre der Plan. Was wir jetzt auf jeden Fall tun werden, ist, ich habe nämlich gesehen, hoffentlich ist er jetzt überhaupt noch da. Da ist er, genau. Ein Level 600 Zombie-Titan. Das fand ich doch interessant und würde sagen, den holen wir uns mal. Den Titan-Sattel habe ich auch schon besorgt. Lustigerweise kann man den anscheinend nicht upgraden, denn ich habe zweimal einen upgradet und die haben alle immer 50 Rüstung behalten. Aber gut. Ob man den jetzt überhaupt so tamed mit der Flinte, weiß ich gar nicht. Ich probiere es einfach mal. Okay, der Schuss ging irgendwie ins Leere. Ich weiß ja nicht, ob da irgendwas Cooles... Hallo? Aha. Ich bin, glaube ich, getroffen. Hallo? Kannst du mal aufhören, so komisch zu laufen? Okay, kriegt er keinen Torpor oder hat er so schnell wieder verloren? Ey. Ich bin noch drauf. Okay, ich gehe mal noch ein Stück näher ran. Irgendwie scheine ich den nicht zu treffen aus irgendeinem Grund. Okay, das ist auch doof. Aha, okay, Treffer. Er hat Torpor, aber er verliert es unglaublich schnell wieder. Mal gucken, ob ich den überhaupt betäubt bekomme. Ich spam einfach mal ein bisschen drauf. Dann sehen wir ja, was passiert. Normalerweise ticken die Pfeile ja auch noch ein bisschen hoch. Okay, mal schauen schnell. Okay, er kriegt 160.000 und er hat 8 Millionen. Oh, scheiße. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, das gibt keinen. Zumindest nicht mit der Flinte. Ich habe gesehen, es gibt auch noch irgendwie so ein Tech-Betäubungsgewehr. Vielleicht wäre das noch eine Maßnahme zur Not. Aber ich spam jetzt gerade erstmal ein bisschen hier die Darts auf den drauf. Lol, da oben ist ein Wyvern. Die sah auch nicht aus wie eine normale Wyvern.
Gucken, ob sich hier was tut. Oh Gott, er hat 200.000 von 8 Millionen Torpor. Wyvern, was bist du für jemand? Für eine? Für etwas? Bin ich angezeigt? Moment! Ah! Nein! Wow! Ah, ich muss auf den... Ich konnte mal wieder nicht aufsteigen. Ah. Okay, Leute, schnell zurück in die Wüste. Nicht, dass nachher der Giga noch stirbt. Ich glaube, das muss ungefähr in diese Richtung gewesen sein. Halt! Wer bist du? Ein Dreadful Giganotosaurus. Okay, vielleicht funktioniert die Mod doch. Ich glaube, Dreadful gehört nicht zu Pugnacia. Wäre zumindest das erste Mal, dass ich jetzt was lese. Vielleicht funktioniert es doch. Okay. Das wäre natürlich top, dann müssen wir die Map nicht nochmal wechseln. Hätte ich eigentlich auch gar keinen Bock drauf gehabt, um ehrlich zu sein. Sollen wir schnell gucken, hoffentlich lebt der Giga noch. Ja, okay, dem Giga geht's gut. Alles fein. Oh, da ist auch der Drache wieder. Vielleicht ist dieser Drache... Das ist ein Dreadful Wyvern. Okay, ja, geil. Es scheint zu funktionieren. Da müssen wir doch nichts ändern. Perfekt. So, ich kann euch jetzt gleich... Hau ab, lass mich in Ruhe. Mach dich kaputt. Oh, mach nur 8000 Schaden. Hallo? Zack, zack. Komm, verreck. Jawohl. Okay, perfekt. Lol, der war Level 600. Oh, der Titan kriegt ein bisschen auf den Sack. Ich kann euch direkt noch was zeigen, was ich drauf gemacht habe. Habe ich auch von irgendjemandem mal gelesen. Hielt ich erst für unnötig, aber jetzt im Nachhinein habe ich es doch noch drauf gemacht. Und es ist eigentlich sogar ziemlich cool. Nämlich, guckt euch das an. Zack. Jetzt habe ich den Griffin auf der Schulter. Jetzt kann ich easy einfach rumfliegen und das kann ich mit dem Giga theoretisch auch machen. Dafür muss ich dann nur so ein Item ins Inventar legen und aktivieren, nämlich das hier. Und da kann ich einfach immer irgendwo hinfliegen und meinen Giga zum Beispiel mitnehmen. Ist natürlich ziemlich praktisch. Oh, er hat immer noch Torpor. Er scheint es nicht so gut zu verlieren. Aber, boah, der Drache macht ihm ordentlich Damage, ey. Ist jetzt natürlich unpraktisch, dass der... Wobei, ist es wirklich so unpraktisch? Ich meine, ich könnte natürlich auch die Situation nutzen und ihn einfach weiter betäuben. Aber ich glaube fast, dass meine Flinte dafür einfach nicht genug Schaden macht, um den vernünftig betäubt zu bekommen. Ich meine, im Endeffekt sollte ich das schaffen, den zu betäuben, kann ich dann nachher den Drachen töten, wahrscheinlich. Aber der kriegt so wenig Torpor und verliert so schnell Torpor. Uff. Ich glaube, das gibt nichts. Scheiße. Ich würde mir ganz gerne mal dieses... wie ist es denn? Torpor? Vielleicht finde ich da was. Tor? Nee. Ist, oh Moment. Trank. Gaia Lesser. Okay, das ist noch das Gaia-Zeug. Hier sind jetzt auch eine Gaia-Bola und so ein Zeug drauf. Das ist natürlich auch wahrscheinlich... Natürlich wahrscheinlich. Wie wäre es denn sonst damit? Mit der Trank Longneck-Ammo. Vielleicht ist die auch noch besser. Als die Pugnacia-Darts. Das sind hier die Pugnacia... Ne, das ist wieder... Da, Pugnacia Super Trank Magazine. Das ist allerdings für die Tech-Rifle. Und die kommen mir da gerade ein bisschen sehr nah. Was wäre sonst mit Gaia Greater Trank Dart? Dafür brauche ich Greater Gaia Narkotik, Betäubungspfeil und Metall. Die kommen mir ein bisschen zu nah. Okay, ich kann offensichtlich... Aufsteigen. Weg hier. Ich würde sagen, ich begebe mich gerade mal zurück. Ich hoffe... Okay, der Drache hat sogar jetzt abgelassen von ihm. Das ist ganz gut. Ich begebe mich gerade mal nach Hause. Ich mache das nämlich dann so jetzt auf diese Art und Weise. Passt auf. Zack. Einmal so. Und jetzt... Ach Moment, ich muss das Item noch aktivieren. So. Und zack, jetzt habe ich den Giga auf der Schulter. Der irgendwie läuft, wenn ich mich bewege. Naja, fliege ich mit den beiden mal wieder nach Hause. Und gucke, dass ich diese Gaia-Darts crafte. Und dann probiere ich die mal aus. Und sonst, ganz zur Not, muss ich halt wirklich mal nach Dingens gucken. Nach, oh, der Giga, ey. Den hätte ich gerne. Der ist bestimmt geil. Also, nicht geil, aber, ne? Ist bestimmt krass. Also sieht auf jeden Fall ziemlich sick aus. 81.000 Leben. Ah, ich kann sogar die Prozente von dem sehen mit dem Fernglas, sehe ich gerade. Was ist denn sein Melee-Wert? 125%? Das ist aber Billo. Ich würde mich eigentlich ganz gerne mal von ihm beißen lassen. Ich habe Angst, dass er mich irgendwie tötet nachher. Mal, willst du mich mal beißen?
Nein, will er nicht. Okay. Ich sollte es auch nicht tun. Ich habe Angst. Es ist vor allem Scumbags Giga. Nicht Giga, aber doch, es ist sein Giga und sein Griffin. Also wenn ich die verlieren würde, dann wäre er wahrscheinlich ein bisschen sauer. Deswegen bringe ich das jetzt mal wieder zurück und schaue mir mal diese Pagnesia, nicht Pagnesia, verdammt, diese Gaia-Darts an. Die Gaia-Mod hat übrigens auch noch ganz viele andere coole Sachen. Also hier noch neues Werkzeug und so ein Zeug. Das ist bestimmt relativ nice. So noch nebenbei, weil die Pagnesia-Mod, die hat halt nur diese Dinos, aber ich habe auch das Gefühl, ich habe den Weg zur Basis verloren, da lang geht's. Ich habe auch das Gefühl, dass der bei der Pagnesia einiges, ja, ein bisschen langweilig ist. Ja, langweilig ist jetzt wieder so negativ ausgedrückt. Nicht langweilig, sondern die Pagnesia-Mod scheint mir relativ balanced zu sein. Ich könnte mir sogar ganz gut vorstellen, damit mal irgendwie ein PvP-Projekt zu machen. Also mit der Pagnesia-Mod alleine. Mit der Gaia jetzt nicht, aber mit der Pagnesia wäre vielleicht ganz cool. Wie gesagt, allein wegen diesen Conflagrant-Sachen. Die sind halt dann doch... Also, wenn man da einen PvP-Server macht, so ein Conflagrant-Ankylo, der ist doch dann eigentlich schon ganz cool, würde ich mal fast behaupten. Aber gut, das ist eine andere Thematik. Das würden wir vielleicht... Was ist das denn? Ein dekorativer Ravenger-Sattel-Skin. Ne, brauche ich nicht. Werde ich vielleicht mal noch in Zukunft drüber nachdenken. Mal schauen. Gut. Ich wollte jetzt... Trank, Pagnesia, bliblablub. Mal schauen, was ich dafür brauche. Medicore, Trank, Dart, Greater. So. Das Standard-Setting ist 400 Torpor pro Sekunde. 400 Torpor pro Sekunde. Über 5 Sekunden lang. Das ist die Frage. Ändert sich das auch mit der... mit dem Dingens dann? Wenn die Rifle besser ist, wird das dann auch besser? Gerade Greater Gaia Narcotic. Narcotic. Greater Gaia Narcotic. Dafür brauche ich Narkobären und Sativa Bud. Oh lol, wo kriege ich das denn jetzt her? Was ist denn Sativa Bud? Mal gucken. Sativa Seed. Muss ich die pflanzen? Oh. Da wird was abgeschossen. Ein Dödi. Stirb, Dödi. Ha, fein gemacht, Turret. Ja, gut. Was mache ich jetzt damit? Also, ich habe ja kein Tech-Zeug. Das heißt, ich kann mir auch dieses Tech-Rifle nicht holen. Wo kriege ich das Sativa-Zeug her? Sativa-Seed. Plant it to grow your own Sativa-Buds. Ah, okay. Ja, gut. Can be planted in medium oder klar, large crop plots. Was ich dafür brauche. Ich brauche Kot, Narkobeeren, Samen, seltene Blumen, seltener Pilz und Stimberries. Ja gut. Dann würde ich sagen, ich pflanze das mal an. Und werde dann wieder ins Geschehen einspringen. Ich glaube, die Pflanz-Settings sind relativ hoch auf dem Server hier. Ansonsten, also der Wachstumsspeed von den Pflanzen. Ansonsten werde ich das noch umschalten und mach das alles relativ schnell. Dass wir das noch in dieser Folge natürlich mit unterbringen können. Aber bis dahin schießt das Turret weiter fleißig auf Dödis. Ich glaube, ich räume hier mal kurz auf. Bis dahin lebt hoffentlich der Titan noch. Und dann schauen wir mal, wie das klappen sollte. Gut, dann würde ich mal sagen, für euch bis in einer Sekunde. Für mich hoffentlich nicht bis in einer Stunde oder so. Okay, Leute, ich habe gerade eben fix noch einen Dung Beetle geholt aus einer Höhle. Brauch mal eben den Haufen Scheiße. Und da wollte ich euch kurz mal was zeigen. Okay, die meisten wissen es wahrscheinlich eh von euch. Ihr seid ja so Pagnesia-Cracks und wisst alles. Auf jeden Fall habe ich mich dazu entschlossen, diesen Raum jetzt vorerst für den Dung Beetle zu benutzen. Ich nehme fast an... Zack, zack. Die brauchen zwar auch nicht auf Wandern zu stehen, aber ich habe es jetzt trotzdem gemacht. Und der Kerl produziert einfach sofort Dünger hier. Also das ist nicht so wie mit den normalen Dung Beetles, dass man da ewig drauf warten muss oder so. Nein, das geht anscheinend direkt. Und ist auf jeden Fall sehr angenehm. So, hier vorne haben wir jetzt, habe ich jetzt schon mal hier das gebaut, ne? Ich habe auch schon die Seeds besorgt. Und werde jetzt mal eben hier diese... Bewässerung noch machen, weil ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, in Scorched Earth regnet so gut wie nie. Deswegen machen wir das jetzt so.
zack, das Rohr dahin. Dann ein vertikales Rohr. Wo ist mein... Verdammt! Wo ist mein X? Strukturen, Rohre, Metall. Da. Hab ich vergessen. Verdammt. So. Das kommt jetzt noch dahin. Ja, genau so hatte ich mir das vorgestellt. Dann einmal ein Wasserhahn nach hier. Und einmal ein Wasserhahn nach da. So, ich hoffe, die brauchen jetzt nicht allzu lange, um auszuwachsen. Ich habe jetzt hier der Schönheitshalber einfach mal kein Gewächshaus drum gemacht. Aber ich überlege gerade, ob ich vielleicht doch noch ein Gewächshaus drum mache. Schauen wir mal. Mal gucken, wie lange es dauert, bis die ausgewachsen sind. Ja, sehen wir mal. Bis dahin, abwarten. So, Leute, ich musste jetzt hier noch einiges machen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, um an diese tollen Pfeile ranzukommen. Also mit dem Anpflanzen hier war es nicht getan, aber ich zeige euch das mal kurz. Das sind jetzt hier quasi die fertigen Pflanzen. Seht ihr auch schon, hier ist ein bisschen von diesem Hemdmatt. Okay, dann musste ich das Zeug, was hier gewachsen ist, in diesem Alchemie-Table hier umbauen zu diesem Narkotik. Und dann brauchte ich noch das Item, um also diese Struktur, um das zu bauen. Und in den Teil, das ist wieder richtig spaßig jetzt hier, musste ich alles Mögliche erlernen, um... Moment, hier diese Ingots zu machen. Um diese Ingots zu machen, muss ich hier Magnesium herstellen und Katalysatoren. Und dann kann ich diese Ingots, und das dauert alles endlos lange, bis das fertig ist. So, ich habe jetzt hier, was haben wir jetzt? Ja, knapp 90 Pfeile. Und hier craften immer noch ein paar. Es dauert halt wirklich verdammt lange. Also ziemlich fast jedes Item, was ich jetzt hier gecraftet habe, um diese Pfeile zu machen, dauert ungefähr so lang wie der Pfeil. Also es ist schon leicht belastend, aber ich habe jetzt eine gewisse Anzahl. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Und wir schauen mal, wie die abgeht. So, wir geben uns jetzt erstmal wieder in die Wüste und gucken, ob der Titan überhaupt noch da ist. Erstmal. Und dann schauen wir mal, wie gut diese neuen Pfeile jetzt wirklich sind. Denn ich kann es halt absolut nicht einschätzen, wie gut die Pagnesia-Darts denn waren. Ich meine, ich habe jetzt auch absolut nicht mehr den Wert im Kopf. Guck mal, der Giga ist auch immer noch da. Was hat der denn für ein Torpo? Oh, was ist das? Ein Dreadful Indominus Rex. Okay. 80.000 Leben. Ich glaube fast, der gute Machi hatte recht. Ich hatte nämlich mal bei ihm, falls ihr den kennt, falls nicht, könnt ihr mal gucken. Ich hatte bei ihm mal gefragt, ob diese Mods kompatibel sind, Gaia und Pagnesia. Und er sagte ja, aber die Gaia-Mod ist wohl deutlich schwächer als die Pagnesia. Man müsste das anpassen. Guck mal, der hat zum Beispiel 285.000 Torpor. Wenn ich dem jetzt mit einem Betäubungsdart abknalle, so, zack, dann... Uff, bekommt er jetzt, hat jetzt gerade mal 1000 bekommen und hat direkt Selbstmord begangen. Und hat jetzt, hallo, ich will's sehen. Direkt wieder gar kein Torpor. Okay, gut, jetzt nehme ich mal die Pfeile. Ich habe irgendwie gerade die Befürchtung, der Aufwand hat sich nicht gelohnt. Das sind jetzt die Pagnesia Darts. Und ich habe erstmal verfehlt. Klasse. Jetzt hör doch auf, da rumzulaufen. Bleib stehen. Okay, Treffer und... Okay, das ist ein deutlicher Unterschied. Scheiße. Ah! Die Arbeit war umsonst, Leute. Ich glaube, mit den Darts kann ich dem... den Titan nicht wirklich beeindrucken. Ich gucke jetzt mal, was dieser... krasse, super tolle Indominus hier Level 280.000 Leben ist halt auch nicht viel, wenn man bedenkt, dass mein Primal über 100.000 hat. Wow. Ich wollte eigentlich den Indominus treffen. Indominus, Attacke. Okay. Durch irgendwas kriege ich Schaden. Wahrscheinlich durch den Biss. Guck mal, Giga, beiß mich mal. Komm schon, beiß mich mal. Oh, lol, der macht 300 Schaden. Okay, das ist halt
Das ist halt Billo. Ja gut, da muss ich halt wirklich mal nochmal gucken. Ja, ärgerlich. Na gut. Dann ist das so. Aber zumindest funktioniert es. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Ich guck mal gerade, dass wir vielleicht wirklich doch mindestens etwas zum Schluss der Folge noch getamed bekommen. Weil sonst ist das Ganze doch ein bisschen lame, würde ich sagen. Okay, Leute. Ich habe jetzt hier noch einen Primal Griffin gefunden. Level 300. Man sieht das jetzt nicht so gut durch die Federn. Da ist er. Ich würde sagen, den nehmen wir uns jetzt noch mit. Weil ich brauchte ja eh noch einen Griffin. Ich habe ja jetzt hier nur den von Scumbag. Oh, da ist noch einer. Der ist rot. Der ist... Was bist du denn für einer? Level 280. Hm, schade. Was habe ich denn überhaupt für einen? Der, den ich habe, der ist Female. Und der ist zum Beispiel... Female. Oh, da ist noch einer. Oh, der ist golden. Der ist auch Female. Aber Level 600. Okay. Ich glaube, wir nehmen den, würde ich sagen. Sollte wahrscheinlich nicht so einfach, nicht so schwierig sein, vom Griffin runter diesen Griffin zu tamen. Wo fliegst du hin? Da. Komm zu mir. Am besten fliegen wir irgendwo hin, wo vielleicht nicht so viele Tiere lauern. Na, komm. Folge mir. Dann habe ich nämlich endlich auch einen. Das heißt... Wo ist er hin? Oh, er liegt schon. Nein, Schlange. Lass das. Weg, weg, weg. Komm hier hin. Du Vieh, hör auf. Hör auf, ihn zu attacken. Attacke mich, aber nicht... Bist du... Was ist denn los mit dir? Eieiei, Titanbohr. Hoffentlich hat sie ihm nicht zu sehr wehgetan. Ich weiß nicht, was für ein Level er haben sollte, aber gucken wir mal, komm schon. Level 887, das ist doch okay. Das ist sogar eigentlich ziemlich gut. Ui, sieh mal. Ja. Schlecht aussehend oder nicht, würde ich sagen, oder? So rot, gelb, orange. Oh, ist schon cool. Okay, komm mit, Kollege, du bist jetzt mir. Ach ja, ich wollte die Stats mal noch gucken. 140.000 Leben hat er fast, also 130.000, 131.000 und 2.789 Mili. Jetzt schon, was hat er denn hier? Der ist aber auch Level 800, aber gelevelt. Gut, der hat 6.000 Mili. Pass auf. Wir machen es anders. Wir nehmen ihm das hier weg. Und du komm mal her. Jetzt bekommst du das. Zack. Und jetzt kommst du auf meine Schulter. Wupp. Wunderbar. Und wir fliegen nach Hause. Ich glaube, allzu weit sollten wir auch gar nicht von zu Hause weg sein. Es müsste eigentlich direkt hier um die... Oh, das ist noch ein Griffin. Ich will nur gucken, was er hat, was er ist. Level 400. Mail. Ja, Mail wäre, ne, zum Züchten. Ich würde mich ja... Würde mich auch mal interessieren, was hier bei der Zucht denn dann so rauskommen wird. Da war auch noch einer. Wenn man die Dinos züchtet, wie jetzt zum Beispiel, der ist auch Female, ist uninteressant. Wir bräuchten jetzt noch ein Male. Wenn man die züchtet, was dann mit den Farben passiert. Da ist auch noch einer. Sind viele Primal Griffins. 460 Male. Ah komm, den nehmen wir noch eben mit. Den nehmen wir noch eben mit. Dann können wir... Ja. Wird halt von so einem blöden Wolf angegriffen. Dann haben wir sogar zwei gelbe. Das jetzt irgendwie was bringt, sei mal dahin so hingestellt, aber da müssen wir auf jeden Fall nochmal auf die Jagd gehen nach Ensign Rexen und neues Instant Kibble holen, weil das ist dann jetzt mein letztes. Okay, er ist bewusstlos, schnell hin und Instant Kibble rein. Wo ist es da? Was hat mich denn jetzt attackt? Och nee, der Griffin auf meiner Schulter hat ihn angegriffen. Ich wollte schon sagen, warum ist denn sein Level jetzt nur 563? Ach scheiße, das wusste ich gar nicht, dass sie das auch machen. War ärgerlich. Verdammt. Naja, okay. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Wir sind auf jeden Fall hier vorne schon direkt zu Hause. Der Griffin, da ist noch ein Griffin.
Mensch, hier ist aber was los. Ich bin da hinten rumgeflogen, so einmal außen rum. Ich hätte einfach nur aus der Base rausfliegen müssen, da wäre schon alles voll gewesen. Aber gut. Haben wir zumindest zwei neue Griffins noch. Demnächst müssen wir, wie gesagt, mal neue Anson-Rexer ranholen. Sonst gehen uns die nämlich aus. Sonst können wir nämlich nicht mehr die Primals weiter tamen. Das wollte ich eigentlich sagen. So, setz dich hier hin. Du bist jetzt hier zu Hause. Und hat auch schon 7 Level-Ups. Ah, die müssen auf jeden Fall schon so 500 Movement Speed haben, sonst sind die zu lahm. So, gut. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle wieder. Haben wir doch mindestens ein bisschen noch geschafft. Schade, mit dem Gaia-Zeug muss ich noch gucken, dass ich das noch halbwegs balanced hinbekomme, dass das ungefähr an die Stärke der Pagnacia-Dinos vielleicht rankommt. Wenn das überhaupt machbar ist. Aber ich schau mal. Gut, bis dahin würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!